Ahoi Leute und willkommen zum siebten Part vom Binding of Isaac Rebirth Let's Play. Ich bin wieder Freddy White, weil Fischi ist gerade auf dem Klo und ich habe es einfach mal gedacht, dann nehmen wir mal eine Runde auf. Und heute denke ich mal, spielen mit Samsung, weil Samsung ist ein scheiß Charakter und er hat damit nichts freigeschaltet. Wir sind auf seinem anderen Profil, ich habe die scheiß Tastatur und direkt ein geiles Item, Daddy Longlegs. Das macht doch Spaß, weil der macht Instant Damage zu manchen Gegnern. Wir müssen mal gucken. Oh. Zu denen jetzt nicht, weil die zu schnell sind. Ich bin noch ein bisschen angeheitert gerade, also. Hab ein bisschen Apfelsaft getrunken, aber das muss ja auch klar gehen, ne? Das hier so ein scheiß Gegner, waren tot. Mit Samson, wenn wir Schaden bekommen, steigt unser Damage für die jeweilige Ebene, aber das ist schlechter als im alten Isaac, denn da hat er pro Schaden im pro Gegner im Raum, den er getötet hat, Schaden also extra Damage bekommen. Aber das ist jetzt leider nicht mehr so, weil. Rebirth ist einfach scheiße, ne? Also muss man mit klarkommen. Und wir spielen mit der Super Tastatur von Fischi, weil wir immer noch bei ihm sind, beziehungsweise wieder da sind, weil ja. Und ich muss ein bisschen über das Mikrofon immer gucken, weil ich das Mikrofon direkt von meiner Fresse habe und nur die halt das Bildschirm sehen kann. Ja, aber das ist ja egal. Hoffen wir einfach mal, dass wir nicht von den Spinnen getroffen werden. Scheiß Spinne, also ich mach erstmal den Spinnenspawner am besten kaputt. Außer die scheiß Spinne kommt auf mich an, auf mich zu natürlich. Egal. Mal so ein bisschen Schaden mehr jetzt. Mit der habe ich nicht gerechnet. So. Dann töten wir dich nochmal schnell, zack. Nur ein Herz, ja, nur zwei, drei, alle Herzen haben wir da oben. Wo ich nach oben so laufe, ich mal lieber das hier. Ach, das da habe ich ganz übersehen, wegen dem Mikrofon, danke. Ich habe es wahrscheinlich nicht richtig eingestellt, aber das hier komplett egal. So. Der Haunt ist der schlimmste Gegner, den man erst innen bekommen kann. Vor allen Dingen diese scheiß Geister, weil da muss ich mich so ein bisschen jetzt überall das Mikrofon lehnen, damit ich überhaupt was sehen kann da unten. Weil die fliegen so ein bisschen behindert. Und natürlich unser Daddy Longlegs. Unser Item trifft natürlich lieber den Geist, der am Arsch ist. Jetzt habe ich ihn schon genommen, natürlich, weil ich ein bisschen Spaß. Das war knapp. Aber egal. Das kriegen wir schon noch. So. Können wir nehmen. Ist ja nur ein HP ab. Ist nicht schlimm, aber ist auch nicht gut. Nehmen wir schnell das halbe Herz mit, weil dann sind wir wieder voll geheilt. Ach ja, wir haben eine Münze, keine Bombe und keinen Schlüssel. Ist schade, aber können wir nicht ändern. So. In den Shop bzw. in den Raum da mit dem Schlüssel wollen wir nicht gehen. Wir hätten gerne eine Bombe. Scheiße. Wir hätten gerne eine Bombe wegen dem blauen Stein da links. Wir kriegen natürlich keinen. Gehen wir da rein? Wir gehen da rein, komm schon. Komm, hat sich gelohnt. Kriegen wir jetzt einen Schaden, kriegen alle Gegner im Raum auch Schaden. Und wir haben ein bisschen Schaden dazu bekommen, weil wir ja Samsung sind. Das war jetzt dumm von mir, aber... Naja. Gut gemacht. Kriegen wir jetzt mal Schlüssel. Goldbarren. Goldbarren ist nicht so gut, aber... Da wäre ja kein D6 und Rewind haben, nehmen wir den einfach mal mit. So. Also eine Damage ist momentan ganz gut. Jetzt haben wir 11 Münzen auch noch bekommen. Also wenn wir jetzt noch 4 Münzen bekommen, würde ich ja gerne in den Shop gehen, weil ich gehe in den Shop immer erst auf 15 Münzen, weil vorher lohnt sich das eigentlich nicht. Weil wenn man kein Steam Set hat, also kein Sale, dann kriegt man halt nichts aus dem Shop raus. Aber wenn man halt 15 Münzen hat, dann kriegt man immer was raus. Also wenn das Item halt gut ist und man es haben möchte. Ach scheiße. Ach so, die werden aus einer Goldstatue. Wusste ich nicht. Mega Placenta gibt es ein Herz und macht jetzt Herzenregeneration. Wir haben alles in den Shop. Können wir nicht rein? Beziehungsweise es gibt zwei wieder auf dieser Ebene. Also ist nicht sicher, ob wir den Shop bekommen oder den Bücher. Also das, die Bibliothek ist das ja. Beziehungsweise war es vorher mal. Gehen wir halt erstmal in den Challenge Room. Hab ich keinen Schlüssel für, schade. Wir können erstmal hoch, würde ich sagen. Dafür bräuchten wir wieder fliegen. Haben wir natürlich nicht.
Also wie eine Hanged Man-Karte oder eine Bibel oder so. Was natürlich nicht so ist. Da gehen wir natürlich auch rein, weil es lohnt sich wieder. So. Dann nach rechts wieder. Wir brauchen immer noch Fliegen. Das steht fest. Dann zerstören wir erstmal diese beiden. Machen natürlich die Fliegen erstmal kaputt und erstmal wieder gucken, wo der Gegner ist. Er ist nämlich gerade der Ficker, weil ich schon wieder aufnehme, ohne es ihm zu sagen. Aber das ist ihm egal, weil suche ich da wenigstens ein bisschen Videos, was er hochladen kann. Wenn er irgendwann Internet hat, ne? Ich habe ja nicht noch 7000 Parts Isaac auf Lager. Aber das ist ja egal, weil ich das aufnehme. Ich habe seine Kontrolle nicht gefunden, ist aber spiel jetzt wieder mit wie mit Tastatur. Da liegt da, vor dir. Wo? Moment. Moment, suche ich gleich. Lil Chub ist ein. Ist nicht so gutes Item, würde ich sagen. Also. Es ist ganz. Guck mal, er liegt genau vor dir. Er liegt, es liegt genau vor mir und es liegt hinter der Tastatur unter seinem Tisch. Richtiger Profi ist er. Am Arsch. Weißt du, normalerweise, wenn jemand sehen soll, was er liegt, dann liegt man es hier hin. Da oben, irgendwo, wo man es auch erkennen kann. Ich hab's aber hier untergeguckt noch, aber. Auf jeden Fall. Hat der eine andere Verpackung oder war das so? Nee, der war in der Verpackung. Aber die Verpackung war in dem Karton. Läuft auf jeden Fall. Also sein Karton war in einem riesigen Karton drin. Goldschlüssel nehmen wir. Das heißt, wir können sogar in den Shop reingucken, weil wir jetzt 15 Münzen haben, Leute. Aber der Fisch meint ja, ich soll ihn nicht aufnehmen, aber ich mach's trotzdem. Vor allen Dingen, er meint, ich habe hier immer so viele Parts und da gucke ich so, Moment mal, Part 6 ist von Freddy und das ist der 7. Part von Freddy. Moment, das heißt, wir haben nur 5 andere Parts. Ja, einer ist das hochgeladen. Und er meint gerade, einer ist das hochgeladen, aber das ist uns doch egal, ne Leute? Ne, Jörg? Jörg ist super. Ein Kompass nehmen wir also direkt mit. Oh fuck man, ich glaube, ich wurde gerade von einem. Weiß ich nicht, von. Für einen Wolf, Werwolf gebissen. Ich hätte mir gerade ein bisschen Jucken am Hals. Und das war ein bisschen unangenehm. Ja, bis jetzt brauchen wir nicht. Wir brauchen jetzt erstmal wieder. Kommen wir da durch, kommen wir durch, auf jeden Fall. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Leben erstmal. Beziehungsweise Superleben, sowas wie Seelenherzen oder schwarze Herzen. Wie heißen die schwarzen Herzen? Schwarze Herzen. Ich weiß nicht, also Soul Hearts sind ja die blauen und Devil Hearts, heißt die Devil Hearts? Die heißen nicht Devil Hearts, auf jeden Fall nicht. So, und hoffen wir mal, dass die Longlegs die tötet. Und weil der die Longlegs ist eigentlich ein geiles Item. Nur, ich habe die noch die gleich gesehen, weil wegen dem Mikrofon. Der ist hier komplett falsch eingestellt. Fischi würde mir dafür anschreien dafür. Aber er traut sich nicht. Ich bin ein bisschen angeheitert gerade, muss ich zugeben. Ich habe ein bisschen zu viel Apfelsaft getrunken. Du musst richtig Matsche. Was? Ja, aber du nicht. Ja. iPhone Pilz. Was haben wir hier? Strange. Ja, das haben wir für einen Endboss. Zu dem wir nie kommen werden, weil das Fischis-Symbol, Fischis Profil, das schaffe ich sowieso nicht. Das erste wie immer. Und das zweite für dein Let's Play ist und nicht für mein Let's Play. Ja, siehst du, ich Let's Play aber nicht. Aua. So Leute, das ist für euch. Ich kann jetzt kein Update zu eurem Let's Play Profil machen, weil der Fisch hat gesagt, ich darf nur auf 1, 2, 3 Let's Player und da. Ich habe das wahrscheinlich nicht gehört, aber gesagt. Habe ich gar nicht, aber er hat es. Wahrscheinlich hat er es wirklich nicht, also er hat es hundertprozentig wirklich nicht. Ich habe gerade meine Taste nicht getroffen, aber ich habe auch gerade ein bisschen zu stark ins Mikrofon geredet, glaube ich. Wie fängt der Popschutz ab eigentlich? Von meinen direkt reindrehen, regelt das irgendwie wieder raus oder? Nein, nein. Okay.
okay, dann habe ich es ein bisschen zu streng geredet, aber ist ja auch egal, weil ich rede mal leiser. Nein, Spaß. Ja, also, ich spiele vor seinem ersten Profil, weil ich keinen Bock hatte, anders auszuwählen. Oh, ich habe es geschafft, ihm auszuweichen und ich habe nur durch das Mikrofon durchgeguckt. Das sind wir durch den Popschutz. Was? Am Arsch. Gehen wir erstmal hier raus. Wir haben sowieso nicht genug Münzen gerade. Beziehungsweise, na, von Steam Sale hätten wir genug Münzen, aber wir haben kein Steam Sale bisher. Weil bisher haben wir einfach nur ein paar Münzen gefunden. Oh, Super Kane Herz direkt Run beendet. Von Arsch ist das. Was? Sepp, jetzt drauf, dein Bastard. Kane Herz, habe ich gesagt, Pisser. Ich weiß nicht, wieso ich Kane gesagt habe, aber Kane und Abel. Also, ich glaube, die heißen Abel sogar wirklich. Aber ich nehme einfach Kane Heads meistens. Entweder Kane oder Greed Heads. Also, Kane ist meistens, wenn ich voll bin, und Greed Heads, wenn ich denken kann. Aber verrat das keinem. Ich bin YouTuber. Ich bin Simon Unge. Danke an Fischi für diese super Info, dass er Simon Unge heißt. Ich wusste es von vorher, aber schon ein bisschen noch lustiger. Noch nicht. Zumindest hört man das nicht. Ach, scheiße, noch mehr. Hast du Eden eigentlich schon? Ich hatte mit Eden so einen schlechten Run vorhin. Der Husk ist auch ein Drecksgegner. Oh, er ist fast tot. Oh, er ist tot. Wieso kriege ich The Belt? Was soll das? Hasst mich dieses Spiel? Das ist eine Frage für Galileo Mystery. Ich wollte Fisch jetzt The Binding of Isaac aufnehmen. Aber ich war schneller. Hehe. 2 Minuten? Scheiße, das Eternal hat habe ich es aufgesammelt. Das ist doof. Ich würde gerne noch die Eisbrücke mitnehmen. Das war's mit dem Eternal. Ich sollte wirklich mehr aufnehmen jetzt. Hä? Ich hab gesagt, ich soll dir das mit dem Aufnehmen aufhören. Okay, ist doch Blood of Märtyrer, das ist geil, aber ich hätte lieber keinen Schaden nehmen sollen. Mal, Mensch. Weißt du, was die Affenpfote macht als String? Oh, scheiße, ich hab F gedrückt. Ich aber nicht. Nee. Nein! Ich glaube, Affenpfote macht irgendwie. Ich hab gar keine Ahnung, was sie macht. Oder ist das immer dasselbe, stimmt. Puberty. Ich dachte, vielleicht bringt es mir mehr jetzt, aber es hat nicht mehr gebracht. Egal. Ich will sowieso sterben, weil ich bin ein bisschen angeheitert, wie man vielleicht hört. Hast du ein Kaugummi noch? Moment, ich muss mir kurz ein Kaugummi einverleiben. Nom nom nom. Das schmeckt wie Jägermeister. Jägermeister. Jägerapfelsaft? Ja. Jägermeister Apfelsaft. Ich würde niemals Alkohol trinken, weil das ist ja Fischis Channel. Nur weil ich mit Dr. Fisch bin, trinke ich nur Alkohol. Apfelsaft. Anstatt Alkoholsaft. Was? Verstehst du? Ich hab's. Du verstehst es. Hoffe ich doch. Was? Soll ich sterben? Ich glaube, er möchte jetzt das Plan statt mir, aber.
Jörg möchte, glaube ich, das auch, dass ich lieber spiele. Hallo Jörg. Tut mir leid. Wie soll ich auch mit diesem Scherz, oder? Nein, der ist gut. Gamekit. Wow, ich habe das erste Leertasten-Item gefunden. Gamekit ist ein cooles Leertasten-Item. Gamekit ist für den Arsch. Gamekit ist besser als Simon. Nein. Hat das einen Unterschied? Wirklich? Ja. Oh. Im letzten Eden Run hatte ich zwei, also in den letzten Eden Run, den ich gefailt habe, hatte ich zweimal. Also ich hatte als Start-Item The Game Kit und habe ich. Nee, Moment. Ich hatte einen Run mit The Game Kit als erstes Item. Oder hatte ich das? Und ich hatte The Stomp, diese Unicorn Stomp, und habe ich Game Kit gefunden in einem der ersten Räume. Und dem Run bin ich gestorben, weil ich einfach ein schlechtes Eden Setup hatte. Und am zweiten Eden Run hatte ich dann The Unicorn als erstes Item. Das war cool, weil ich erst The Unicorn Stomp hatte und dann The Unicorn. Und dann dachte ich so, hey, du bist ja voll cool. Aber ich war es nicht. Ich habe den Gag nicht mal gesehen. Wir sollten ihn mal Fische spielen lassen, oder Leute? Ne, Jörg? Das wird sowas von, Alter, was ist sowas von egal. Ich bräuchte einen Schlüssel für den Shoproom-Badge. Das war knapp. Ist egal. Wieso tritt er echt ein? Ich wollte nicht, dass er auf den anderen tritt. Den Boss, wir sind auf Tiefen 1, oder? Das ist ja schon schnell, finde ich. Für 15 Minuten. Also, ich hätte gedacht, wir werden jetzt auf. Der erste eben nur eins. Zwei Bomben nehmen wir natürlich auch noch mit. Wir brauchen immer Schlüssel, finde ich. Ach ja, damit wir uns erstmal schön diese Fledermäuse krallen könnten. Was der die lange nichts macht, weil der ein VP ist. Schaden gemacht. Monkey Paw macht ein halbes Herz. Nein, macht bin nur ein halbes Herz, das ist ein schwarzes Herz. Das danke. Oh. Du bist das so gut. Hä? Weil hier ist das Game Hood, ja, aber ich. Ich bin gerade nicht so gut wie sonst. Habe ich das Dings? Nehme ich auch nicht. Doch, habe ich. Wo habe ich? Geh mal weiter. Hey, du regenerierst Herzen und machst 40 Schaden. Mach ich nicht. Ich regeneriere keine Herzen. Doch. Nein. Wenn du einen frisst. Oh, das kann sein. Ich hab nicht mehr. Nein. Nein. Nein, mein nicht. Ich aber. Dann verbesser das. Ich glaube, ich soll es aufgeben. Ich soll es 100% aufgeben. Ich höre irgendwie meinen Gegner rein. Ich weiß nicht wieso. Au. Das war doof. Macht genau gleich viel Schaden. Und doch gesagt. Oh, danke. Eternal Life? Fragezeichen. Hast du Gabi's Cover gefunden? Nee, Broken Ark. Ah, super. Blue Baby. Das ist richtiger Spoiler-Typ. Wow, ich bin ja 3 Marmcenten ausgewichen, ohne es zu merken. Wo? Hier kein Schlüssel, scheiße. Ach ja, Leute.
Moment, den wollte ich ja nicht haben. Für ein Arsch ist das. Gut gemacht. Danke, Freddy. Überleben mit. Erstmal einen Schlüssel, können wir erstmal in den Shop reingucken. Nee, wir wollen nicht den Bad Penny haben, weil der Liberty Cap ist einfach um einiges geiler. Oh, ich bin einfach. Nee. Ich schaff's nicht mehr. Ich bin einfach so retarded gerade. Ich zahle so viele Automaten ein, dass ich gar nicht glaubt. Wieso bräuchte man es einzahlen? Weil der Inhaltlos ist. Wieso? Warum? Weil das mein perfekter Spielstand ist. Weißt du, wie ich da eingezahlt habe gerade? 30 Münzen oder so. Also mit dem letzten Run. So ein Pisser ist, ha? So ein Pisser. Von 1 bis 10 ist echt ein Pisser. Aufnehmen, Mann. Hast du. Ja. Ist mir egal. Abgehen. Ziemlich viel Energie haben wir bekommen, aber das brauchen wir natürlich nicht, weil die Scheiße ist. Ausreich. Oh, man kriegt wirklich Leben dazu. Aber hab ich den, im letzten Mal habe ich kein Leben dazu bekommen. Warum? Hä? Was? Was? Mich verarschen wir. Und supporte mal bitte alle Le Fischi auf leadoflegends.de. Auch der Raum ist da unten. Ich habe echt sogar keinen Bock weiter zu spielen, aber ich muss es. Er zwingt mich dazu. Aufhören, da auf den Hoden zu rennen, weil das ist in manchen Räumen wirklich scheiße, wenn man da einfach 1000 Schaden bekommt, wenn man einfach durch einen Stachel läuft. Meistens sind es 2 Schaden, aber. Bruder, ich bin jetzt schon bei Mom? Oh. Wie viel Schaden? Oh. What the actual dodge? I don't even dodge how I did this. Ist hier irgendwo ein Raum mit. Ein Stein mit einem Arsch? Anscheinend nicht. Und einem Kreuz meinte ich aber. Das ist ja vollkommen egal. So. Denken wir mal, wir müssen nach oben gehen, weil. Nein, natürlich nicht. Wir müssen natürlich nie nach oben gehen. Einfach hier warten und. Hoffen, dass er da nicht stirbt. Ja, macht er auch. Aber das ist ja auch egal, weil wir töten ihn jetzt einfach auf. Die wir warten. How to kill someone? Just wait. Fucking wait. So glaubt man, dass wir bei jedem zweiten Schuss mehr Schaden machen und mehr Reichweite haben. Und das ist ein Blood Clot? Ich weiß nicht. Auf
wenn wir irgendeinen scheiß Gegenstand her Schaden machen. Au, natürlich treffe ich natürlich den Gegner. Wie habe ich das jetzt ausgewichen? Ich weiß nicht, aber es ist mir egal. Wie bin ich da jetzt ausgewichen? Natürlich. Die Gegner habe ich natürlich kaum wieder gesehen, aber egal. Wie viele Karten ist Empress? Wie nehmen das Empress jetzt mal mit in den Kampf? Aua, natürlich. Schaden, super. Damit. Und Strange nehmen wir danach auch mit. So. Ach ja. Der Boss ist da unten, das weiß ich. Wir müssen, glaube ich, nach hier erstmal. Darum bin ich echt zu nervig, da tue ich lieber alle so erstmal per GameKit-Effekt. Wow, das war knapp. Ich habe fast einen Schaden bekommen. Brauchen wir noch 5 Gegner, 6 Aufladungen, ja. Aua. Aua, das wird nichts mehr. Das wird auf jeden Fall nichts mehr. Wo dran mit dem Gamekit? Ja, das brauche ich aber erstmal ready, ne? Ja, genau, erstmal 1 Million Kilometer lange Dings hier. Hallo? Hier hat mal so einen Raum und da habe ich dann einfach alle Gegner in Fliegen verwandelt. Ich weiß nicht mehr genau, welches Item das war, aber es war auf jeden Fall ziemlich krass, weil ich einfach 1 Million Fliegen hatte im nächsten Raum. 4 Schlüssel, dann nehmen wir es mit, weil wir so kein Chest eben mehr haben. Ich habe einfach nochmal Hands eingesetzt. Und Krebs nochmal. Wir schaffen das sowieso nicht, oder? Schaffen wir das? Was? Habe ich nicht. Sollte mal am besten den ganzen Sachen ausweichen, dann kriegen wir das auch noch. Und wir gehen nicht mal in die Dark-Ebene, weil die schaffen wir hundertprozentig nicht, weil einerseits habe ich schon ein Bier oder zwei Apfelsaftbier getrunken und das weiß niemand. Aber wir kommen sowieso nicht dahin, weil wir einfach zu schlecht sind. Gucken wir uns das Ending schnell an. Das ist unser Dr. Isaac. Was diesmal das Item beinhaltet. Und wir haben die Spitze bekommen, die AIDS beinhaltet. Hallo, ich bin Isaac und das ist AIDS. So, das ist ein bisschen laut, das überspringen wir das. Experimental Treatment. Das wird sowieso dann wieder gelöscht, weil er diesen Spielstand löscht und ich auf meiner aufnehme. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao.